Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Hochschulen bei ihren Bachelor-Angeboten? Und wie sichern Akkreditierungsagenturen die Qualität von Studienangeboten? Ich gehe mal zuerst auf den ersten Teil der Frage ein. Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich durch die Bachelor-Master-Struktur vielfältig, sodass also eine Hochschule auch aus konkreten Bedarfen der Wirtschaft beispielsweise, so wie das College das tut, spezifische Studienprogramme entwickeln kann, die eben diese Bedarfe aufnimmt. Und die Akkreditierungsagenturen sind eben dafür zuständig, dann letztendlich diesen Prozess der Entwicklung eines neuen Studiengangs zu bewerten und auf Qualität zu überprüfen. Da werden bestimmte Qualifikationen abgefragt, zum Beispiel der Dozenten, da wird die Studienstruktur abgefragt, da wird auch die Institution als solche hinterfragt, wie weit ist die Ausstattung. Also die gesamten Rahmenbedingungen, die eigentlich wichtig sind dafür, dass ein Studiengang nicht irgendwie ausgerichtet werden kann, sondern dass er auch wirklich zielgerichtet und qualitativ auf einen Studienabschluss hinführt, werden von der Akkreditierungsagentur überprüft.